Ich bin Beatrice Wiesli. Als ich 24 war, habe ich beim Humangenetischen Institut in Zürich einen Test machen lassen, ob ich die Genkrankheit, die mein Vater und seine Schwester hat, die heisst Myotome Muskeldystrophie, ob ich die auch habe oder nicht. Und ich bin mit dieser Diagnose zurückgekommen, aus dem Büro raus, dass ich nämlich die habe und dass da keine Möglichkeit gibt, mit irgendwelchen Medikamenten zu intervenieren. Und das Buch hat geheissen «The Miracle Man» und hat gehandelt vom Juan de Dios. Als ich das Buch in der Hand hatte, habe ich das gelesen, also eigentlich in der Nacht habe ich das fertig gelesen. Und ich bin ziemlich gerade, habe ich mich aufgemacht auf Brasilien. Ja, als ich in der Casa de Dominacio angekommen bin, habe ich gerade am Anfang eigentlich gespürt, dass ich mich einfach zu Hause fühle. Und in der Casa de Dominacio schafft ja der Juan de Deus und er ist ein Volltrans-Medium. Das heisst, während er andere Leute behandelt oder heilt, ist das nicht er, der das macht, sondern er geht selber in einen Zustand von einer Volltrance. Das ist wie wenn er schläft, also er ist gar nicht mehr da. Und ein Wesen aus der geistigen Welt übernimmt seinen Körper. Und wenn er zum Beispiel operiert, also er, dem sagt man dann inkorporieren, was er macht, also wenn so ein Wesen in ihm drinnen ist und er operiert, dann ist es das Wesen, das operiert. Ich habe lange mich nicht getraut zu fragen, ob sie mich dort überhaupt heilen können. Weil das ist für mich so ein Anliegen, wo mich natürlich immer noch das Tiefste berührt hat und das Tiefste einfach betroffen hat, die Diagnose. Aber nach 5 Wochen hatte ich dann den Mut und ich bin vor die Wesenheit gegangen. Und da war die Wesenheit Dr. Augusto. Und die hat mich einfach herzlich angelacht, hat meine Hand genommen und hat gesagt, hör auf, dir Sorgen zu machen, du bist schon geheilt. Und das ist, also das ist, berührt mich heute noch. Das war einfach, ich habe nur noch brüllt, weil ich habe gar nicht mehr gewusst, was für eine Last eigentlich auf mir oben hängt, was das ist, was, ja. Also was für ein Schwert da eigentlich immer ich herumgetragen habe und jetzt plötzlich ist das weg gewesen. Ich habe gewusst, dass was die Wesenheit sagt, stimmt. Ich habe das geglaubt und zwar 200-prozentig, weil eben ich die Wesenheit kenne, weil ich schon vorher ganz viele Leute eigentlich zum Thema Heilung interviewt habe, weil mich hat das einfach interessiert, was genau läuft denn in dieser Casa. Ist das wirklich so, dass die Leute dort körperliche Heilung erfahren? Ist das sichtbar? Und ich habe Leute getroffen, die während meinem Aufenthalt, die am Anfang im Rollstuhl waren, nachher gelaufen sind. Aber ich habe auch Leute sonst gesehen, die von Schmerzen befreit worden sind, die wieder gesehen haben. Auch andere Leute, die zum Beispiel Ekzem überall hatten und wo das sich befriedet hat, die Haut, wo die Haut geheilt worden ist. Hirntumor, der weggegangen ist und so weiter. In den meisten Fällen ist es ein Heilungsprozess, der sich auslöst. Aber Heilung findet statt dort. Und Heilung findet statt nicht über den Juan de Deus, sondern er sagt ja, es ist die göttliche Liebe, es ist Gott, der heilt. Es ist die geistige Welt, die da Einfluss nimmt. Und wenn die Leute bereit sind, dann darf und kann so etwas geschehen.